Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Heute aus einem komplett anderen Spiel, nämlich einem Simulator. Ein Euro Truck Simulator 2. Heute stelle ich euch ein Mod vor. Ja, ich habe den Mod schon runtergeladen und zeige es euch einfach. Heute geht es um diesen Anhänger. Für Leute, die nicht das geringe Kleingeld haben, um sich diesen Skandinavien-DLC zu kaufen oder einfach zu geizig sind, um es sich zu kaufen, ist dieser Mod genau richtig. Denn mit diesem Mod kann man noch einen etwas längeren Anhänger haben. Also noch etwas länger als der jetzige Double-DLC, der rauskam. Ja, auswählen, dann bestätigen und dann einfach. Und hier wird noch gefragt extra, wegen dass es eine schwere Schwergutfracht und ja, dieser LKW-Analysator, was so wichtig ist, dann, aber dieser DAF-Truck schafft auf jeden Fall diesen Anhänger. Und dort hinten steht auch schon. Mit einem Dolly, also mit dieser beweglichen. Mehr von den. Ab geht's in die Kamera. Fotomodus meine ich. So, wie bewegt man sich? Ja, was sieht man hier? An diesen schönen Anhänger. Es sind einfach mal zwei Anhänger desselben Types verknüpft worden mit einem Dolly, der hier noch eine extra Kupplung hat, also Anhänger. Schönen Dolly, natürlich zwei Achse, die es auch sein muss, wie bei meinen hier. Auf jeden Fall, leider kann man den Anhänger überhaupt beide Anhänger kann man leider nicht mit irgendwas versehen. Also ich meine, der wird so geliefert, ohne irgendeine Marke drauf. Man kann, ja, denke ich mal, die extra runterladen, diese Paintjobs. Und dann sieht auch etwas farbenfroher aus als jetzt. Naja, das Fahrgefühl, also wie fährt denn sich der Anhänger? Seht's doch mal selbst. Bin geschmeidig und auch nicht mal weit ausschwingen, um diese Kurve anzuschaffen. Einfach sofort einnehmen. Und der Anhänger bewegt sich mit der Schnelle. Schon so ein Anhänger mit so einem Rang, damit man alles schafft, nicht mal aufzubauen, kann es so gut gelenkt, das Teil. Ja, so wie es auch aussieht, kann der DAF ziemlich gut den schleppen, also er braucht nicht viel PS, um das ganze Teil zu schieben. Jetzt. Ja. Und alles funktioniert, also alle Lämpchen, wie beim Dolly hier auch zu sehen. Rückwärtsgang kann man sehen. Man kann auch blinken sehen.
ziemlich gut hier LKW zu sehen. Dann ich auch. Auf jeden Fall keine Fehlkonstruktion, so wie ich das mal in GTA 5 erlebt habe, wo man noch keinen komplett fertigen bekommen hat. Der ist auch nicht in der Beta oder Alpha-Phase, sondern er schon. So, ja, ist komplett fertig. Oh, jetzt habe ich vergessen zu blinken. Naja, passiert auch mal drin, sowas. Unglaublich. Ganze Teil zu zeigen. Gut, das Link. Ja. Auf jeden Fall. Das ist ein ziemlich cooler Mod, wenn man sich, wie ich schon vorhin erklärt habe, das DLC nicht kaufen will. Das sind 20 Euro verschwinden für so ein DLC, um extra dieses nur in Skandinavien, also oben im Norden rumzufahren können, dann etwas kürzeren Anhänger zu haben. Kann lieber kostenlos so einen coolen Mod holen und dann damit selber rumfahren. So gut ist das Teil bearbeitet. Ja, probieren wir es mal im Innenraum jetzt. Och, ich exe das und Vorfahrt gewähren. Niemand. Und jetzt guckt man den Seitenspiegel. Komplett durch. Einfach unglaublich. Nicht mal berührt. Nicht mal berührt. Wow, ich bin so fasziniert einfach von diesen ganzen coolen Anhänger, weil irgendwie, wenn man den noch kleiner hat und dann schleift man immer irgendwas mit sich. Und bei so einem längeren schaffst du es irgendwie einfach komplett durch, ohne dass du irgendwas anhakst oder hier gegen die Laterne so fährst. Und dafür braucht man nicht mal Muskelkraft. Also ich meine, der LKW braucht nicht mal so viel PS, weil der hat gerade mal 530 PS oder so. Ich kann da kurz mal nachschauen. Schafft es in so einem engen Teil überhaupt sich umzuwenden? Genauso, glaube ich. Hier. Die Specs des. meines. Kleinen Kraftpaketes hier. 530 PS nur. 12 Gang. Schöne große Zahl von Übersetzungen. Ja, und. Effektiver Radstand ist nur 4,15 Meter. Oh, ich habe zwei Achsen, die antreiben, also denke ich mal die hier beiden. Deswegen schafft er es auch mal, sowas Starkes einfach mit sich zu ziehen. Naja, was jetzt ist noch schön. Jetzt versuchen wir etwas.
hat er es geschafft. Ja, schönes V. Unglaublich, der Hinterteil ist einfach nicht mitgefahren, nur kurz ein bisschen gedreht und das war's. Schafft das jetzt überhaupt raus? Natürlich, ist ja komplett geek bei der Style. Schönes Geld draus machen. Nein. Tja, was kann man eigentlich dazu sagen? Cooler Mod. Cooler Mod zum Spaß haben und andere ärgern damit. Mit diesen langen Anhänger, damit man die Straße noch mehr blockiert und sowas. Wow. Spaßfaktor eigentlich ziemlich groß, wenn man viel Spaß hat am LKW fahren. Ja, und das für 0 Euro, dieser schöne Mod. Naja. Außerdem, der Link, um diesen Mod runterzuladen, ist in den Kommentaren. Ja, ich meine, nicht in den Kommentaren, sondern in der Beschreibungsbox. Und schreibt mir in die Kommentare, was kann ich noch verbessern an Mods, Erklärungen und so, weil das ist für mich komplett jetzt neu. Das war mein erster Mod-Erklärung, aber gleich hinterher kommt noch so ein Erklärungsvideo, wie man Mods installiert. Das ist für die Leute wichtig, die noch nie Mods installiert haben. Zum Beispiel diesen Mod. Also diesen hier Mod mit diesen zwei Aufliegern. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.